Pünktlich zum Muttertag hat der Marinamarkt wieder seine Stände aufgebaut. Zahlreiche Händler laden wie immer zum Schlendern und zum Stöbern ein. Denn hier ist einiges dabei. Schmuck, Kleidung, ausgefallene Accessoires, die Schätze der Kunsthandwerker erfahren ein reges Interesse. Marita Beltmann verkauft seit über 10 Jahren bunte Tiere aus Blech in klein und groß. Auch die leuchtend bunten Unikate ziehen viele Besucher an den Stand. Die handgefertigten, farbenfrohen Tierchen können an jedem Ort zu einem Hingucker werden. Kann man im Garten aufstellen, also das ist alles wetterfest. Oder man kann natürlich auch drinnen, also wie gesagt, je nachdem, wie man das möchte. Oder am Balkon, Terrasse, ne, kann man aufhängen im Badezimmer zum Beispiel, kann man Duftkugeln reinmachen. Doch der Marinamarkt wäre nicht der Marinamarkt, würden sich nicht neben den Ständen mit allerlei für das Auge auch Stände mit Obst und Gemüse finden. Tulpen strahlen in hellem Gelb, Spargel stapelt sich neben frischen Erdbeeren. Eine solche Auswahl sollte auf keinem Markt fehlen. Auch Hans-Jürgen Vorsatz bietet seine Spezialitäten aus den Bergen an. Tiroler Käse und Schinken. Für ihn sind die kulinarischen Gaumenfreuden nicht nur Lebensmittel. Ihn erinnern sie an das Lebensgefühl der Berge. Und die Waren sind frei von Allergenen. Der Schinken kommt von kleinen Metzgereien, die Hans-Jürgen Vorsatz noch persönlich kennt. Ich fahre also jedes Jahr 2 bis 3 Mal selber in die Berge, habe also ganz engen Kontakt. So dass ich also auch mit den kleinen Metzgereien zusammen also seit 15 Jahren arbeite und wir also Produkte haben, wo wir immer gerade ausgucken können und sie ohne irgendein Problem ich ihnen das anbieten kann. Passend zum Muttertag werden vorbeiziehende Mütter mit Blumen geschenkt. Eine Überraschung, die gerne angenommen wird. Wem ein Sträußchen Blumen zum Muttertag allerdings zu wenig ist, der kann seiner Mutter auch ein ganzes Bäumchen mitbringen. Nämlich vom Stand von Bärbel Pies. Zusammen mit ihrem Mann verkauft sie die etwas ausgefalleneren botanischen Geschenke, Kakteen und Bonsais. Die besonders klein gezüchteten Bäume sind seit Jahren beliebt und sorgen auch auf dem Marinamarkt für Staunen. Bärbel Pies sammelt seit längerer Zeit selber Bonsais und Kakteen und gibt ihr Wissen gerne weiter. Es kommen viele Leute und fragen einfach nur, ich habe einen Bonsai zu Hause, der hat gelbe Blätter, was habe ich gemacht? Da kann ich nichts sagen, ja? Das kann man dann nicht helfen. Aber wenn die Leute kommen und ich sagen, was sie für einen Bonsai haben und wie der aussieht, dann kann man manchmal sagen, machen sie das oder machen sie das, je nachdem. Auch wenn zwischendurch der Regenschirm gezückt werden muss, besticht die besondere maritime Atmosphäre am Innenhafen. Und die besondere Vielfalt des Marinamarkts, denn hier ist für jeden etwas dabei. Daher verfolgen die zahlreichen Besucher beim gemütlichen Bummel alle unterschiedliche Ziele. Ich komme an für sich jedes Mal hier hin, wenn Marinamarkt ist. Ich finde das schön, abwechslungsreich, man kann essen und schöne Sachen gucken. Ja, wir haben immer bestimmte Sachen, die wir hier kaufen. Da ist unter anderem hier die Marmelade, die holen wir hier grundsätzlich immer. Dann habe ich die Erdnüsse geholt, Currynüsse bei dem Türken. Einfach nur raus an die Luft. Man muss das ja genießen, wenn die Sonne scheint und nicht regnet. Wir kommen nicht, um irgendwas Bestimmtes zu suchen, sondern wir schauen uns einfach um. Und ja, was uns gefällt, nehmen wir manchmal mit. Wie letztes Jahr haben wir ganz viele Blumen mitgenommen. Und dieses Jahr schauen wir einfach mal. Und wer zwischen all den Ständen doch mal schlapp macht, der kann sich mit internationalen Spezialitäten stärken. Oder den Tag mit einem Gläschen Wein gemütlich ausklingen lassen.